Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Anrufe von zwei ganz netten Kakerlaken mitgebracht. Beide Callcenter wie immer, naja, vom Trading zu Betrugbereich und nicht besonders helle. Man kennt's ja nicht anders. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Hier ist Emma Henkel, bitte, von der Online-Handelsplattform SecTrade. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Wissen Sie das bestimmt, ja? Können Sie den Namen der Firma mal buchstabieren, weil ich verstehe den irgendwie immer nicht. Das ist Online-Handelsplattform SecTrade.com. Sie besitzen schon ein Handelskonto auf unserer Plattform. Natürlich, Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Haben Sie schon mal gehandelt mit Bitcoin, bitte, oder mit Aktien? Darf ich mal fragen? Nee. Haben Sie keine Erfahrung damit, ja? Doch. Oder? Was? Okay, erstmal, ich zeige Ihnen Ihr Handelskonto, ja? Auf unserer Plattform. Womit konnten Sie einloggen, bitte? Mit Handy oder mit Computer? Wo ist da der Unterschied? Verstehe ich, aber momentan machen Sie das mit Handy oder mit Computer? Ja, was ist denn da besser? Wo ist denn da der Unterschied? Also Sie können jetzt entweder mit Computer einloggen oder mit Handy. Welche haben Sie? Ja, beides. Haben Sie Computer? Ist beides vorhanden. Okay. Dann schalten Sie bitte jetzt Ihre Computer ein. Okay, Moment. Und am Ende sagen Sie mir bitte Bescheid und ich werde weiter erklären, ja? Also hier haben wir wieder eins der ganz besonderen Exemplare, die irgendwie nicht auf Fragen eingehen kann, aber sagt, ja, habe ich verstanden und macht dann einfach in ihrem Programm weiter, ohne dass sie auf die Frage überhaupt eingeht. Tja, ich habe sie hier gefragt, was jetzt der Unterschied zwischen Computer und Handy ist, weil tatsächlich, warum wollen die das jedes Mal wissen? Ich meine, sicherlich ist die Webseite dann anders zu bedienen, aber letztendlich ist das scheißegal. Die Webseite funktioniert mit beiden Geräten. Tja. Irgendwie machen die sich das wirklich immer wieder sehr gerne selbst irgendwie schwer. Aber lassen wir sie mal weitermachen. Hallo? Hallo. Wie weit sind Sie bitte? Na, ich muss doch den Computer starten, oder nicht? Okay, schalten Sie bitte Ihre Computer und sagen Sie mir Bescheid, ja? Ja, das haben Sie ja gesagt schon bereits so. Deswegen habe ich ja gesagt, ja, das sage ich denen da Bescheid, wenn es soweit ist. Okay. So, ich habe jetzt hier mal wieder meinen Uraltrechner rausgekramt, um hier wieder ein paar lustige Geräusche einzuspielen. Für alle die, die Kopfhörer oder dergleichen drin haben, vielleicht ein bisschen leiser schrauben. So, der Rechner ist hochgefahren. Okay. Und nun? Okay, jetzt öffnen Sie irgendwelche Browser. Haben Sie Mozilla oder Google Chrome? Welche haben Sie? Was für ein Ding? Mozilla oder Book?
Was denn das alles? Google. Einfach, Sie brauchen Google zu öffnen, ja? Also ich soll eine Google-Seite aufmachen. Oder wie? Welche Browser haben Sie? Hier spielt das jetzt auch eine Rolle. Was ist denn da der beste Browser? Welchen soll man da nehmen? Da muss ich mir den da installieren. Nein, bitte. Im Computer. Sie haben irgendwelche Browser, ja? Nein, auf dem Computer, nicht im Computer. Okay. Dann öffnen Sie irgendwelche Browser einfach. Und im Suchfeld schreiben Sie bitte, was ich jetzt gerade diktiere, ja? Ja. Soll ich jetzt diktieren? Ja, ich warte die ganze Zeit. Okay, dann schreiben Sie bitte alles klein. C wie Cäsar. Haben Sie schon? Ja. Dann kommt E wie Emil. Haben Sie schon? Ja. Dann kommt X. T wie Theodor. Lassen Sie mir vor, bitte, was haben Sie geschrieben und ich werde weiter diktieren. Was meinen Sie? Lesen Sie mir vor, einfach, was haben Sie jetzt gerade geschrieben? Ja, die drei Buchstaben, die Sie mir da gesagt haben. Okay, lesen Sie mir vor, bitte. Warum? Ich werde korrigieren dann, ja? Überprüfen. Hä? Sie lesen drei Buchstaben so langsam vor, dass Sie dafür fast 15 Minuten brauchen und wollen jetzt eine Überprüfung, ob das stimmt, was Sie gesagt haben? Oh, oh, oh. Ich glaube, Sie haben einen absoluten Hagelschaden, kann das sein? Also ich möchte einfach dabei helfen, ja? Dann naja, also, wenn Sie helfen würden, dann würden Sie auch was machen, aber irgendwie machen Sie ja nichts. Ich meine, Sie kommen ja auch nicht aus dem Knick und erzählen uns auch nichts. Sie sagen mir ja nicht, was das für eine Firma ist und irgendwie, ja, komisches Gespräch. Aber schön, dass wir uns unterhalten haben. Ja, das ist bestimmt komisches Gespräch, also Sie reden nicht mit mir, ja? Ich würde einfach buchstabieren und Sie sagen nichts. Na, was soll ich denn auch sagen? Sie haben doch gesagt, Sie buchstabieren. Was soll ich denn dann noch sagen? Dann sind Sie doch dran mit Reden und nicht ich. Weil ja, Sie haben doch gesagt, dass Sie buchstabieren. Und ich bin doch dann derjenige, der dann dabei zuhört und nicht zwischenquatscht. Okay, dann haben Sie schon Text Trades. Was habe ich? Eieiei, also was will man dazu eigentlich noch groß sagen? Die ruft bei mir an, will mir irgendwas durchbuchstabieren und fängt dann an, zickig zu werden, nur weil ich nicht irgendwie so entspreche oder antworte, wie sie sich das da vorstellt. Tja, schon komisch. Naja, aber es könnte wohl daran liegen, dass die Leute, die betrogen werden, wohl vielleicht einfach andere Fragen stellen, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht wissen, was da so am Telefon abgeht. Und dadurch, dass wir das hier wissen, was am Telefon abgeht, und speziell ja auch ich, tja, stellt man vielleicht auch einfach die falschen dummen Fragen. Ich weiß es nicht genau. Aber an irgendwas muss es ja liegen, dass die nette Lady jetzt hier schon nach so kurzer Zeit eigentlich komisch am Telefon wird. Naja, wobei, letztendlich hat sie es ja auch komisch durchbuchstabiert. Also was will man da erwarten, ne? Das ist schon C geschrieben. Dann kommt E. Ja. Und danach, was haben Sie geschrieben? Ein X. X. Dann kommt T wie Theodor. Nee. T wie Theodor Fall müssen Sie doch sagen. Dann kommt R wie Richard. Da hämmert einer im Hintergrund. Hallo? Die Verbindung ist irgendwie so still. Da hämmert dann bei Ihnen einer im Hintergrund. Anton. Hallo? Ja. Da hämmert Sie einer im Hintergrund. Sie hören Musik im Hintergrund, ja? Ach so, warum läuft denn da Musik? Warten Sie, da muss ich doch auch welche anmachen. Okay. Okay, wie weit sind Sie bitte? Was haben Sie geschrieben? Ja, bei T wie Theodor Fall. R wie Richard? Ja. A wie Anton? Was? A wie Anton. Ach so, ein A wie Anton, ja. T wie Dora? Ja. E wie Emil? Ja. S wie Siegfried? Ja. So, komm. Jetzt steht hier, Warnung vor Betrug, dies ist eine gefährliche Webseite. Wollen Sie mich vereiern? Das ist gefährlich, wo Sie mich draufbringen wollen. Tante? Und dann war die Tante weg. Tja, könnte daran gelegen haben, dass ihr meine Musik nicht gefallen hat.
Komisch. Dabei war die ganze Zeit irgendein Bassgeräusch im Hintergrund, irgendein Rumgebummer. Das ist hier wieder gut aus dem Video rausgefiltert, sodass man das halt jetzt nicht so extrem krass hört. Aber letztendlich hat mich hier wieder eine halbe Diskothek angerufen. Aber wenn die Gegenseite Musik anmacht, das ist dann irgendwie wieder nicht erwünscht. Keine Ahnung, wie die jedes Mal darauf kommen, aber die goldene Regel im Callcenter ist, nur das Callcenter darf die Musik anmachen. Der Kunde, der darf keine Musik hören, währenddessen er telefoniert, weil dann ist er ja gleich unseriös oder irgendwie sowas und dann wird er einfach aufgelegt, ohne dass man da noch irgendwas großartig dazu sagt. Wird das Gespräch direkt beendet. Ja, da haben wir wieder eine von den ganz netten Betrügern gehabt. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefongespräch. Guten Tag. Guten Tag, ich spreche mit Herrn Lausebender, ja? Ja. Super, ich bin Ihre Partnerin Nicole Brunne, bitte von Premium X Capital. Ich meine, die Handelsplattform, wo Sie gerade Ihre Daten eingegeben haben. Wie gesagt, ich bin Ihre Anspruchspartnerin, deswegen rufe ich Sie an, weil ich werde Ihnen alles sehr, sehr gut erklären. Herr Lausebender, sagen Sie mir erstmal, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz, ganz neu für Sie? In welcher Bereich genau? Und wie haben Sie früher gehandelt? Mit Aktien oder mit Kryptos, oder? Wie meinen Sie die Frage? Entschuldigung, habe nicht verstanden. Wie meinen Sie denn die Frage? Was sagen Sie bitte? Das habe ich nicht verstanden. Herr Lausebender, ich sage Ihnen, welche Möglichkeiten Sie bei uns haben und was wir Ihnen anbieten, okay? Erstmal, Sie sind nicht allein geblieben auf dem Finanzmarkt bei uns, sozusagen, weil Sie von unserer Seite ständige und professionelle Unterstützung bekommen. Ich erkläre Ihnen, was das bedeutet. Sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Herr Lausebender, Sie bekommen Ihre eigene Finanziellexpert, Sie bekommen Anruf von Ihrem Berater und dieser Mensch erklärt Ihnen ausführlich, wie Sie handeln und wie Sie Geld verdienen. Außerdem, Sie können bei uns mit automatisches Handeln beschäftigen. Dieser Roboter, womit Sie handeln können, heißt Autotrader. Haben Sie über Autotrader schon etwas gelesen? Nee, das kenne ich nicht. Okay, ich erkläre Ihnen ganz kurz. Herr Lausebender, das ist ein kluges Software, basiert nur auf Statistik und Zahlen und es macht technische Analyse auf dem Finanzmarkt. Sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, Sie bekommen schon Zugang zum Autotrader und können Sie auf diese Weise handeln. Außerdem, Herr Lausebender, diese Software braucht, wenn Sie damit beschäftigen wollen, Sie brauchen keine Zeit oder Energieaufwand für Handel in dem Fall, weil es macht alles selber für Sie, es handelt für Sie. Außerdem, Sie können jederzeit stoppen, Sie können gerne jederzeit kündigen und Ihre Gewinne austeilen lassen. Jederzeit natürlich. Und genau das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Wenn ihr da einmal euer Geld eingezahlt habt, dann ist das Geld bei denen und ihr bekommt das Geld auch definitiv nicht mehr zurück. Man wird so tun, als wäre das Geld von euch auf einem Konto. Dabei ist es nichts anderes als ein Demokonto, das ja euch nur vorgaukeln soll, dass ihr da Geld drauf habt. So läuft nun mal der Betrug in so einem Callcenter ab. Man versucht euch so lange wie möglich irgendwie hinzuhalten, dass ihr eben nicht zur Polizei geht und dass man vielleicht in der Zwischenzeit noch das ein oder andere Eurochen von euch ergaunern kann. Denn, tja, warum sollten die hier anrufen und euch irgendwas Gutes tun und euch quasi Geld schenken? Also auch wenn ihr da was einzahlt, letztendlich kriegt man ja da so viele Profite versprochen, wo man sich schon fragt, wie soll das überhaupt technisch funktionieren? Tja, aber das ist die Frage, die wir halt nicht so stellen können, denn da haben sie ja auch selber keine Antwort drauf. Dann versuchen sie sich ja nur wieder rauszureden. Das ist halt die schlechte Seite von dem Ganzen. Ne? Man kann einfach nicht nachfragen, was die genau damit bezwecken wollen, weil man kriegt entweder eh nur dumme Antworten. Und von daher spielen wir hier schön mit dem Spielchen. Ich habe eine Frage jetzt. Wollen Sie mit diesem Programm beschäftigen, mit Autotrader, oder wollen Sie selbstständiges Handeln? Wie sieht diese Sache aus? Was ist denn da besser? Wie bitte? Was ist denn da besser? Können Sie bitte auf Hochdeutsch sprechen? Ich verstehe nicht, was Sie mir sagen. Sie reden doch selber nicht Hochdeutsch. So, mit Autotrader, ja, oder? Ja, was ist denn da besser? Okay, Herr Lausebender, wissen Sie, bei uns gibt es auch minimales Startkapital. 250 Euro, ja? Schön, dass es das bei denen gibt. Tja,
Das gibt's irgendwie nur bei den Betrügern mit dieser Mindesteinzahlsumme von 250 Euro. Da nehmen sich die Betrüger alle irgendwie nichts. Die allermeisten haben die gleiche Summe. Es gibt auch mal Ausreißer, die mal eine andere Summe nennen. Dann wollen sie nur 50 Euro oder 150 oder auch 200 Euro glatt. Da gab's ja schon so einiges. Aber naja, meistens wollen die Betrüger die glatten 250 Euro haben. Da lohnt sich der Betrug wahrscheinlich am besten. Das wissen Sie. Nö, woher? Also zumindest mit dieser Summe können Sie einsteigen, Herr Lauseberger, und Ihr Handelskonto zu aktivieren können Sie mit 250 Euro zumindest. Wir haben vielfältige Einzahlungs- und Auszahlungsmethoden. Wir bieten unsere Kunden vielfältige Methoden. Und welche ist lieber für Sie? Welche haben Sie davon? Zum Beispiel Kreditkarte, Visa oder Master? Oder haben Sie PayPal, Online-Banking? Was sind da besser? Was soll ich denn da nehmen? Wie bitte? Was soll ich denn da nehmen? Was meinen Sie? Na, auf Ihre Frage. Ja. Ja, was soll ich denn da nehmen? Was soll ich denn da nehmen? Premium X Capitals. Was? Hallo, Sabega. Ja. Premium X Capitals. Sie haben bitte Ihre Daten auf Bitcoin Fast Profit eingegeben. Das ist unsere Werbung. Aber die Hauptplattform, wo Sie schon handeln können auf dem Finanzmarkt, heißt Premium X Capital. Und von Premium X Capitals melde ich mich bei Ihnen jetzt. Ja. Und du? So, Investitionsmethode, welche haben Sie bitte? Visa, Master oder PayPal? Das haben wir alles. Haben Sie beide, super. Und Herr Lauseberger, unsere Methode sind gebührenfrei für Sie. Und was das bedeutet? Wenn Sie zum Beispiel mit 250 Euro einsteigen, Sie bekommen diese Summe bis zum letzten Cent auf Ihr Kontostand gut geschrieben. Wir bekommen keine Zinsen davon. Aber bisher bitte, ich will Ihnen Ihr Handelskonto gerne zeigen. Mit welchem Gerät können Sie arbeiten? Mit Handy oder Computer? Da hab ich ein Budget. Bitte, super. Dann haben Sie unsere Plattform Premium X Capitals wieder geöffnet auf Ihrem Bildschirm von Ihrem PC? Nö, nee, hab ich noch nicht aufgemacht. Haben Sie schon, ach so, super. Dann bitte einen Moment, ich gehe online in meinem Konto auch und helfe Ihnen einfacher. Und erkläre Ihnen dort auch alles. So, wenn Sie nach oben und rechts angucken, sehen Sie auf blaue Linie Ihr Vorname und Nachname. Oben und rechts. Wo sehe ich denn das sehen? Aha, super. Das bedeutet, dass Sie ein Handelskonto schon besitzen auf dem Finanzmarkt. Aber wenn Sie, gucken Sie bitte etwa links, Sie sehen blau Quadrat bestimmt, ja? Dort im blau Quadrat steht Saldo 0.00 US-Dollar. Sehen Sie das auch? Nö. Blau Quadrat sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? In der Mitte etwa links. Da sehe ich ein Bildschirm. Weg schon. Okay. Warten Sie einen Moment. Sehen Sie, ganz links und oben Premium X Capitals Logo in schwarzem Raum. In was für Raum? Premium X Capitals. Nach links und oben. Premium X Capitals Logo. Oha, was soll ich damit? Können Sie bitte ein bisschen lauter reden? So besser? Verstehen Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt ist besser. Okay. Ja, super. Und sehen Sie dieses Logo oder sehen Sie nicht? Nee. Nee. So, Herr Rosenberger, machen wir Folgendes denn. Lesen Sie mir vor, was Sie eigentlich sehen und ich helfe Ihnen einfacher. Durch das. Vitalisiert. Mit Milch. Von der Natur inspirierte Düfte steht jetzt hier bei mir in der Hand. Bin ich noch dran oder hast du jetzt überlegt? Mädchen? Von mir in am Telefon oder hast du jetzt einfach nur dein Mikrofon ausgemacht? Warum lachen Sie? Okay, ich verabschiede mich von Ihnen. Sie machen Spaß. Das war wunderbar für mich, mit Ihnen zu reden.
Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, du bist ja ein Betrüger. Ja, ich denke, wir haben hier wieder alle Beweise zusammenbekommen, dass wir hier, wie immer, keine seriösen Unternehmen am Telefon hatten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann gerne auch Callcenter-Abzocke auf TikTok einmal besuchen. Den Link findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung oder auch direkt auf dem Kanalprofil. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.